Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Train Fever. Ja, wir haben ja letztes Mal unsere neue Güterlinie angeschlossen. Hier fährt er gerade, der neue Zug. Und da würde ich doch einmal ganz gern, auch wenn es vielleicht nicht so spannend ist, aber ich würde da gerne einmal mitfahren, wie der denn hier so seine Strecke abfährt. Genau, hier haben wir jetzt Parallelgleis gezogen zum Bahnhof. So, jetzt geht er in seine, ja, wie soll ich sagen, auf seine eigene Strecke. Okay, ja, okay, bis der beschleunigt. Wir könnten ihm ja noch so einen Power Boost geben, dass der ein paar PS mehr hat. Aber was ich mich auch freue, ja, okay, das war jetzt ein Spiel gerade vom ein Ruckler vom Spiel, aber ich habe es jetzt endlich mal geschafft, dass mir OBS dauerhaft mit 60 FPS aufnimmt und nicht immer diese Ruckler von OBS direkt sind. Das hat mich dann immer doch sehr, sehr gestört. Ja, über den Damm, ja gut, Damm kann man nicht sagen, sondern am Wasser entlang, über den Bahnübergang. Vielleicht könnten wir hier noch ein paar Bäumchen aufstellen. Aber dafür sieht man die andere. Ah, doch, sieht man. Die andere Strecke sieht man so gut wie gar nicht. So, jetzt nähern wir uns dem Bahnhof. Ja, ich finde die Strecke, obwohl sie ja nicht so arg verdeckt ist, also durch Wälder oder ähnliches, finde ich die Strecke dann doch schon ziemlich schön. Und ich freue mich vor allem, wenn wir später irgendwann mal natürlich hier auf die Hauptinsel gehen, hier Richtung Wittlich und dem Ganzen hier, weil da wird es dann auch interessant mit den Bergen. Wie viel? Da stehen schon 7 Güter. Dann müssten wir hier noch einen Güterbedarf gedeckt. Du hast doch noch gar nichts geliefert. Dann müssten wir hier noch eine Buslinie einrichten. Und die startet natürlich. Was ist denn hier? Ach so, ich dachte gerade schon, da sind die Schienen unterbrochen. So, die startet natürlich am Bahnhof. So, jetzt lass mich mal kurz gucken. Dann könnten wir ja hier hin. Weg. Und dann geht es hier weiter nach hier hinten. Dann hier nochmal. Dann da. Dann fahren wir hier rein. Ach so, mehr habe ich noch gar nicht. Könnten wir hier weiterfahren. Hier wieder zurück. Hier hoch. Der ist ein bisschen uneffizient, aber. So. Und dann wieder hier zurück. Machen wir mal gelb. Das ist dann
Muss kreuzen. Also von hier da nach da. Ach, da. Besten Industriegebiet, dann mache ich anfangs, beteile ich da gar nicht mehr, weil, ja, weil dann, das brauche ich dann einfach zu viel. Was kommt denn jetzt alles? Okay, da muss ich gleich mal gucken, was denn die so kostet. So, wo setze ich jetzt mal das Depot hier hin? Am besten mal. Ne, da nicht, weil da möchten wir nachher noch unseren Bahnhof hinbauen. Setz ich mal dahin. So. Da können wir mal ein paar kaufen. 6, 7. Machen wir mal 7. Ah, einer geht noch. 8. So, halt, muss kreuzen. Dann wollte ich ja noch schnell schauen. Wo haben wir denn eins hier? Was diese denn kostet? 700 und die 550. 550, das ist natürlich einiges weniger, oder? 580. Aber was kostet die? Oh Mann, ich schließe das immer. 1 Million, okay. Okay, das scheint hier auch ein Nadelöhrchen zu sein. Es ist immer schlecht, wenn die Züge stehen. Ja. Habe ich überhaupt nicht gern. Warum schleichen die? So jetzt, wenn der jetzt nicht grün, ja doch muss der eigentlich, weil der, genau. Weil die Strecke da nach unten zum Bahnhof ist ja eh eingleisig. Können wir uns hier das nochmal angucken. Finde ich auch echt klasse. Wie der hier so durch die Häuser fährt. Oder zwischen den Häusern durch. So, der muss jetzt natürlich warten. Der nimmt jetzt 15 Güter mit. Da hinten ist ja überhaupt gar nichts mehr. Doch hier Balingen. Was ist denn eigentlich mit der Ortschaft, die hier? Oh. Wie viel hat die? 8. Oh. Es ist eh geilste hier. Und dann wäre ja fast schon die nächste Ortschaft hier Ottweiler. Und könnten wir eigentlich schon fast hier nach drüben gehen. Aber da würde ich sagen, das machen wir, das könnten wir am besten hier von Ottweiler machen. Denn da haben. Da hätten wir hier so, ja, so eine Halbinsel, weil da müssten wir nicht komplett hier rüber. Könnten wir dann irgendwie so fahren. Dann hier ziemlich eng. Aber wo setzen wir dann den Bahnhof hin? Dann müssten wir das komplette hier abreißen.
Naja. Hier könnten wir uns eigentlich nicht mehr viel machen, denn wir haben jetzt alle drei Städte angebunden mit dem Personenverkehr als auch mit Gütern und Bussen. Ja. Deshalb könnten wir ja. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt gleich schon Ottweiler anschließen sollen. Oder hier rüber ex hier rüber gehen. Wir könnten natürlich auch hier noch irgendwas Schönes bauen, auch wenn die Insel leer ist. Aber das ist natürlich langweilig. Wie viel, das wollte ich auch noch gucken, wie viel Benutzung haben wir denn hier? 44. Habt ihr euch da irgendwo hier hinten? Ich glaube, da müssten wir mal die Linie optimieren. Ja, dann sozusagen dann hier lang gehen. Halt, wo ist denn meine, genau. Hier lang gehen, dann hier rüber. Können wir herein. So. Und dann können wir sagen hierher und dahin. Und davor fährst du aber dann noch so und so. Genau. Also das ist dann die 6. So. 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 Und dann die und dann wieder da hoch und dahin. Was willst du hier machen? So, die 13 ist auf der falschen Seite. So, da brauchen wir dann aber noch ein paar Busse. Haben wir ein Busdepot hier? Die von hier losgeschickt? Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ja, da kaufen wir mal noch 5 Bus Höfingen. Weil ihr macht ja gut Plus, der macht noch Minus. Buskreuzen macht auch noch Minus. Hier stehen sie schon. Hier auch. Okay, das hat jetzt gut gepasst hier vom Timing. Ja. Ist schwierig, weil wir haben ja gar nicht so viele Städte, die wir anschließen müssen. Ja? Wir haben ja gerade mal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Wo ist denn Langenburg? Okay, die Städte hier hinten. Wie sollen wir denn da einen Bahnhof bauen, bitte? Ach du Scheiße. Ja, wie sollen wir denn da einen Bahnhof bauen? Ach, du. Guck mal hier! Da ist die Insel gerade mal so breit für die Straße. Ah nein, die ist sogar unterbrochen. Hier, minimal. Und hier nicht, haha. Ach du Scheiße. Ja, dann gibt es hier hinten noch Balingen.
Die Straße ins Nichts, also Gott, alles ist total flach. Hier hinten nach Balingen. Wo willst du denn hin, Wohnort? Glaube, wir müssten mal hier noch eine Strecke errichten. Was haben wir denn hier? Die kleine. Wieder. Da könnten wir hier weg. Nicht genügend Platz. Hier so weg. Weil es ist im Grunde eigentlich unnötig. Aber vielleicht möchte ja dann irgendjemand mal hier drüben dann arbeiten. Warum, was ist, was geht jetzt? Oh, es geht gar nicht. Soll das eigentlich abreißen? Dann hier rüber. Wunderbar. Ja, vielleicht ergibt sich jetzt hier was, keine Ahnung. Wir können ja hier schon mal uns überlegen. Ich hoffe, hier ist das Wohn. Hier ist, ja, okay, hier ist der Wohnbereich. Ja. Ist auch Wohnbereich? Nee, das ist Geschäftsgebäude und da hinten ist Industrie. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Denn es gibt immer noch keinen Kopfbahnhof. So, fällt niemandem auf. Wollte ich eigentlich gar nicht. Nee, Quatsch. Wollte eigentlich sagen, ja, dann könnten wir hier einen Kopfbahnhof hinsetzen. Hier. Wie lang ist denn 320 Meter? Oh, ich hab. Alter, ich hab schon wieder Linksklick gedrückt. Heilige. Weg. Was kommt denn jetzt? V40 dB. Ja, da muss ich mal kurz gucken, ob die günstiger sind. Dim, 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 dim. Die da. 650 und 7. Oh. Gefällt mir gar nicht. Aber ich würde sagen, dass wir mal, dass dann die Strecke hier nächstes Mal kommt und dann hier rüber und das Ganze. Aber ich würde erstmal dann hier nach Wittlich gehen. Würde ich schon mal hier. Was ist das? Dann könnten wir hier schon mal. Der ist teuer. Der ist auch teuer. Ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir hier einen kleinen, also einen günstigen hinsetzen, sowas zum Beispiel. Weil er wird ja nachher eh wieder abgerissen und durch den Kopfbahnhof ersetzt. Wir noch was Günstigeres? Könnt natürlich auch das hier verwenden. 240. Machen wir mal vier Gleise. Ach, oder den.
kostet 15 Millionen, Alter. What? Den könnte ich mir gut drüben vorstellen, da in Wittlich. Fünf Gleise sieht da wieder scheiße aus, ja. Zwei. Auch so. Und vier. Okay, müssten wir da drüben wahrscheinlich viergleisig dann machen. Genau, hier ist es viergleisig. Genau. Ist das so den Berg hoch? Will ich eigentlich gar nicht. Sagen wir mal so. Dann das noch dahin. Wunderbar. Das lassen wir erstmal, denn die Folge ist schon wieder vorbei. Und deshalb bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.